Was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Attack of the Bee Team. Man kann eben schon sehen, dass wir letzte Folge angefangen haben, unsere Forschungsstation zu bauen. Werden wir diese Folge definitiv weitermachen. Und ich hatte gesagt, ich werde hier probieren, das Ding zum Laufen zu bekommen. Es ging wirklich nur mit einer Batterie. Ich kann es mir nicht erklären, wie wir an diese Batterie kommen sollen. Ich weiß es absolut nicht, okay? Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns eventuell eine Batterie ercheaten werden, weil ich weiß nicht, wie das uns anders gehen soll. Ich muss mal kurz gucken, okay. Man baut die Batterie nämlich mit gepresstem Zinn. Und das kriegen wir nur in einem Kompressor. Vielleicht? Nee, geht nicht. Wobei, der Kompressor sieht irgendwie anders aus. Man tut hier unten was rein und dann... Ach so, nee, Quatsch. Genau. Und den Kompressor, den baut man dann nämlich... Warte mal, ich kann mal... Geht nicht. Das ist schon der richtige Kompressor. Nämlich der. Und das Problem ist, dass man den mit einem Wurf baut. Wir können uns auch natürlich nur diesen Wurf cheaten. Wäre auch okay. Wir müssen uns ja keine Batterie cheaten. Nur man kriegt ihn eben erst in den Fabrikator und dafür braucht man eine Batterie. Und das geht nicht anders. Wir werden uns einen Wurf cheaten, um den Kompressor zu bauen. Ich denke, das ist relativ akzeptabel. Ist nicht so hochgegriffen wie eine Batterie. Aber das ist jetzt so der Start, weil sonst geht das nicht anders. Das geht wirklich nicht, Leute, okay? Wenn es irgendwie geht, dann würde ich mich da sehr mal dran interessieren, wie. Weil ich krieg's nicht hin. So. Jetzt haben wir diesen Warfer, den... What? Nee, warte. Nee, Moment. Moment. Man stellt den Warfare hier im Fabrikator her. Kann ich leider nicht reintun. Jetzt brauchen wir den Kompressor. Ich muss eben nochmal gucken. Kompressor. Und ja, das war cool. Cool, Kubi. Richtig cool. Eisenbachen und wir nehmen einfach Aluminium oder Eisen. Und eben diesen Warfare. Wir bauen uns eben schnell einen Eisenbarren. Ach, kein Eisenbarren, ein Amboss. Entschuldigung, da war ich gerade ein bisschen daneben. Der hat nichts mehr getan. Noch ein wenig. Schade. So. Denn wir brauchen davon noch einiges. Jetzt erstmal einen Amboss. War das so? Nee. So auch. Sowas? Okay. Da musste ich kurz ein bisschen probieren. So, dann so. Zack. Und das klappt ja wunderbar. Ach, das ist Aluminium. Ja, okay, das hätte ich sehen können. Was mich kurz mal interessiert. Oh, check. Label gibt's nicht. Nämlich bei Tag eine coole Werkbank. Das könnte die schon fast sein. Bei Tresor. Ja doch, genau. Und da kann man dann nämlich... Ja... Sag mal, fällt das nicht immer raus? Brauchen wir Papier. Können wir uns herstellen sogar? Nur... wo hab ich das? Dann.
So, jetzt pass mal auf. Wir machen kurz Papier. Wir brauchen etwas Holz für eine Truhe. Eine Craftbox. Dann war das noch mit Kupfer. Auch noch zwei Kupfer, das ist schon drinne. Auf jeden Fall. So, dann bauen wir uns diese Maschinisterwerkbank, wie sie hier heißt. Dort kann man ohne Probleme ein... Warum geht das jetzt nicht? Ach so, oh. Braucht man nämlich noch Zinn. Da fällt das nämlich hier nicht immer so raus, wie es gerade eben passiert ist. Also es... Wir haben mal 4 Zinnbar. So, jetzt dürfte es gehen. Einen Moment. Hier oben. Und jetzt haben wir das Ding. Alter, es wird dunkel. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch gar nichts gemacht jetzt. Okay, das ist komisch. Gut, aber dagegen kann man jetzt nichts machen. Wir gehen schlafen. Da ist einiges Getreide gewachsen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, Junge. Es geht gerade alles durcheinander hier. Es tut mir leid. Ab nach oben. Wir müssen aber erst in die Forschungsstation eigentlich bauen, damit man da das Ganze mal schnell reinklatschen können. Sprich, wir müssen jetzt nicht übelst Maschinen eigentlich bauen. Und das werde ich jetzt auch nicht machen. Ich gehe jetzt in die Forschungsstation und baue dort weiter. Vorher gehe ich aber noch mal kurz aufs Feld, denn es ist einiges an Getreide gewachsen. Einiges. Ja, können wir schon mal vielleicht bald wieder sogar aufs Dach und unser Getreide verwenden. Denn dafür ist es da. Brauche ich da dann irgendwie mal noch ein Stück Zaun, was ich da dann hinklatsche, ne? Haben wir da ein Loch. Muss ich nur dran denken, wenn wir das nächste Mal ins Lager. Alter Fred, hier ist ganz schön viel gewachsen. Das ist nice. Und ich glaube, wir könnten sogar unser ganzes Feld mal voll kriegen jetzt mit der Ernte hier. Das wäre das Allerbeste. Und dann geht's richtig ab. Dann kommt unser Dach endlich mal aufs Haus und dann nach aufs Lager. Und dann haben wir wahrscheinlich schon irgendwie auch wieder irgendwo ein nächstes Haus stehen, wo wieder ein Getreidedach, ein Strohdach drauf kommt. Zack, 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 zack. Ja gut, nee, es reicht nicht. Aber wir haben fast ein Stack Getreide gekriegt, Leute. Das ist echt geil. Ich weiß nicht, wie viel man aus so einem Stack kommt, also an Strohballen, aber bestimmt nicht wenig. Und das ist doch echt nice. So. Box wegpacken. Und dann werde ich noch ein paar hiervon machen. Denn die braucht man noch für unseren Boden. Könnte schon fast zu viele gewesen sein. Ach naja. Jodo sage ich dann nur Jodo. Hinten wollte ich ja so ein bisschen aufs Wasser drauf bauen. Stelzen so dann noch. Das ist, glaube ich, ganz forschungsmäßig, wenn man Wasserproben machen möchte. Wobei es auch cool wäre, hier so ein Boothaus noch wie zu bauen, dass man dann so mit so einem Schnellboot hier rausdüsen könnte. Das wäre geil, wenn es das geben würde. Ja. Könnte ich mir aber fast vorstellen bei diesem Flens-Mod. Denn da gibt es ja Fahrzeuge irgendwie. Ja, hier sind schon mal Motoren. Hier ist ein Propeller. Ein Propeller. Ist noch einer. Ich glaube, da kann man sich ein Boot bauen. Jetzt ohne Scherz. Ich weiß nicht, das wäre sau cool. Das wird man dann auf jeden Fall hinten machen. So eine Spritztour mit einem Schnellboot oder so, das wäre nice.
Ja, mit dem Jetski oder so. Waren dann doch nicht zu viele, sogar noch zu wenig, was ich gemacht habe. Dann müssen wir noch mal was schmelzen. Auf jeden Fall brauchen wir dann auch noch Wände und so. Also können wir ruhig noch mal ordentlich übertreiben. Und das hier dürfte auch... Ah doch, das dürfte reichen. Ah, oh geil. Entschuldigung. So, dann noch kurz nach innen ein, zwei, drei, ja, einer reicht da. Oh geil, die droppen dann sogar, das ist nice, trotz Glas. Ich mache auch nicht das Glasgeräusch beim Abbauen. Aber ich finde auch irgendwie geil, dass das so eine Textur einfach hat. Das Stein, wenn man das abbaut, das ist jetzt auch eine Frage. Ja. Kubi in luftigen Höhen hier. Ja. Boah, ich sehe es nicht. Das nicht. So. Ja. Drei sind, glaube ich, eine ganz gute Höhe. Für einen Zaun, den man eigentlich nicht überqueren sollte. Oh, das geht eigentlich klar. Ich werde hier noch mal eins nach innen gehen. Also doch. Hier dann vielleicht noch so einen kleinen Turm hinbauen. Die dann aber eigentlich schon so Weltkrieg, ach nicht Weltkrieg, ja, so militärbasenmäßig aus. Aber sowieso irgendwie. Mit dem Maschendrahtzaun hier. Also nicht Maschendrahtzaun, aber... Sieht so gelblich aus irgendwie. Komisch, komisch, komisch. Ich müsste theoretisch schon wieder niesen. Boah, ey, Heuschnupfen ist so ätzend. Ich wünsche das eigentlich keinem. Boah. So, dann wäre das geschafft. Und dann brauche ich jetzt eigentlich wieder Marmor. Er führt nichts drumherum. Sieht das doof aus? Wenn wir das nehmen würden? Eindeutig. Das kann doch aus, ja? Ja, nee, dann... Ja, halt, ein paar kann ich noch machen. Das dürfte sogar für den Boden reichen. Oder auch nicht. Schade, schade, schade. So, gehen wir mal hier am Zaun vorbei, solange wir das noch können. Dumm die dumm. Und dann können wir jetzt schon mal auf jeden Fall noch mehr Marmor schmelzen. Also Marmor. Mal hier Erdbeeren. Okay, die machen andere. Die machen eins. Okay. So, dann. Auch mal Kohle für mehr Schmelzungen. Und ein damit. Ah, okay, das ist cool. So. Gut. Und noch ein paar. Wenn ich das wieder mache. Snacks. So was anderes? Nee. Probieren wir eben so ein paar Arten auszubekommen. Das gibt's so nicht, wie mit Sandstein. Dann Netherquarz, das müssen wir auch schmelzen. Also wir müssen alles einschmelzen. Dann baue ich mir aber jetzt mal kurz einen Dingens. Das war ja vorne drin. Ein Zaubertisch.
Wobei, wir haben ja auch schon Level verloren. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Naja. Wir haben kein Buch dort. Die Zettel braucht man dafür so ein Buch? Drei, oder? Drei Papier. Buch. Ja. Oh, Alter. Es ist schon ätzend. Rumgecraftet hier alles auf einmal und oh, ne. Hör mir auf. So. Ein Buch. Dann brauchen wir aber noch Obsidian. Ja, wie geht's? Ah ne, wir brauchen 4 Obsidian. Scheiße. Ja, dann geht das nicht. Och, leck mich. Hey, es ist doch scheiße. Ich komme auch gerade zu nichts irgendwie. So, dann 4, 8 rein. Das habe ich schon. Hey, muss ich das nicht schmelzen? Scheint nicht, okay. Ah. Dann nicht. Ist schön aus. Quarzsäule. Genau die möchte ich haben. Dann machen wir einfach mal alles, was geht. Weil 14 sind nicht viel. Überhaupt nicht. So, das kommt hier rein, das hier rein. Hebel auch hier rein. Auch. Dreckige Erde hier weg. Einen Zaun nehme ich mit Trotz. Es wird Nacht. Mobcreeping habe ich zwar ausgestellt, aber trotzdem. Boah, wie schnell ging das jetzt vorbei? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht eigentlich, wenn ich darüber nachdenke. Das ist creepy. Kommt denn der schon her? Ich hoffe mal, ich kann pennen, wenn der hier ist. Aber gut, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen, würde mich sehr über eine Bewertung freuen und vielleicht auch mal über ein Feedback, wie ihr die Forschungsstation bis jetzt findet und ob ihr euch vorstellen könnt, was ich da so vorhab. Ja, gut, dann gibt's nicht mehr viel zu sagen, außer haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.